Herzlich willkommen zur ersten eigentlich richtigen Live-Session in unserem WMUG 2021. Dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Und ihr kennt mich, denke ich mal, als Koordinatorin des MOOC. Deshalb muss ich zu mir gar nicht weiter viel erzählen. Deshalb gebe ich gleich mal das Wort an Annette und Mareike, damit die beiden sich kurz vorstellen können. Die vierte im Bunde, die Tanja Kriens, die Teil dieser kleinen Arbeitsgruppe war, die kann heute Abend leider nicht dabei sein. Gut, dann kurzes Intro von mir, Annette Häxelschneider, aus Ostdeutschland über Stuttgart nach Wien gelangt. Selbstständig bemühe ich mich dabei, Menschen zu unterstützen, mehr aus ihrem Fachwissen zu machen. Das bedeutet didaktische Reduktion, visuelle Aufbereitung und Wissenstransfer. Das in verschiedenen Sphären, Projekten und Lehre in Deutschland, Österreich und darüber hinaus. Mein Name ist Mareike Grund. Ich arbeite für die Firma EXIC IT Solutions und wir beraten Organisationen, NPOs, Vereine, beim Thema Wissensmanagement, beim Thema Zusammenarbeit, beim Thema Kommunikation, wie das über digitale Lösungen funktionieren kann. Da gehört natürlich Wissensmanagement auch dazu. So bin ich zu der Runde gekommen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Inhaltlichen. Also die ganze Geschichte, wie das alles entstanden ist, das erzählt jetzt gleich die Annette. Unsere Werkstatt besteht aus unter anderem aus zwei digitalen Whiteboards. In die ganze Werkstatt nehmen wir euch nicht mit. Also MS Teams, Mail, zwei Whiteboards, und zwar im Mural, sind unsere Werkstatt. Und über diese Wanderkarte, die wir uns erwandert haben, werden wir jetzt mit euch durchgehen. Hier einmal schon ein Gesamtbild, das erste Mural zeigt. Wie begann alles? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr was über Wissenstransfer lest oder recherchiert, sind euch dann schon mal hin und her fliegende Zahnräder begegnet, aufgeklappte Köpfe, Köpfe, aus denen es von einem Kopf in den anderen rieselt. Spürt ihr hier ein Zahnrad? Ich spüre meine Neuronen und ich hoffe, ihr spürt auch eure Neuronen. Und dieser Fakt dieser merkwürdig technokratischen Ausgangssituation hat mich bewogen zu sagen, das mag ich nicht, das ist nicht meine Haltung. Ich glaube, so funktioniert auch Wissenstransfer nicht und ich möchte was dagegen unternehmen. Und zwar ist es nicht nur, sind es nicht nur Stockfotos, sondern es sind durchaus auch renommierte Institutionen, die paradoxerweise im Inneren der Publikationen ein ganz anderes Bild von Wissenstransfer zeichnen, aber die es auf dem Titelbild so darstellen. Das wollte ich im Interesse dessen ändern, zu zeigen, was Wissenstransfer wirklich ist. Und es gibt noch einen Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Da greife ich kurz ein bisschen der Forschung vor, aber keine Angst, ich nehme nur zwei Sätze. Wir kommen später auf Herrn Andreessen nochmal zu sprechen. Aber wichtig erscheint mir auch im Zusammenhang dessen, warum das Ganze, warum sich mit Icons beschäftigen. Die Wahl der Metaphern, er sagt es hier zu Wissensmanagement, hat einen großen Einfluss darüber, wie wir über das denken, also hier Wissensmanagement, bei uns Wissenstransfer. Und es wird sogar noch strenger und strikter. Sie bestimmen, was wir als Wissensmanagement-Problem, in unserem Fall Wissenstransfer-Problem, in Organisationen sehen und wie wir Lösungen entwickeln. Begonnen hat alles mit einer Session am Knowledge Camp der GFWM. Im letzten Jahr. Der Ausgangspunkt waren die Erfahrungen, war das Glossar der GFWM und die Definitionen. Und wir haben gemeinsam Assoziationen gesucht, die für uns Wissenstransfer greifbar und sichtbar machen. Und das Ergebnis ist dieser Teil des Murals, den wir dann hinterher noch ein bisschen geclustert haben in Kennzeichen, Motivation, Lernumgebung und mehr. Das heißt, Vielfalt, eine andere Vielfalt, jedoch nach 45 Minuten war der Vorhang zu und alle Fragen waren offen. Das wollten Mareike und ich nicht auf uns sitzen lassen und weiter tun, und Gabriele und Tanja sind hinzugekommen. Und da übergebe ich gleich an Gabriele.
Also nachdem wir uns so als kleine Arbeitsgruppe innerhalb der GFWM gefunden hatten und uns alle einig waren, dass wir diese aufgesägten Köpfe mit den Zahnrädern doch hinlänglich schrecklich finden, haben wir gesagt, was wollen wir erreichen natürlich mit dieser kleinen Fachgruppe, wie wollen wir vorgehen, aber was wichtig war, ist, haben wir ein gemeinsames Verständnis davon, was wir denn unter Wissenstransfer verstehen? Also bevor wir anfangen zu überlegen, was könnte denn eine gute Visualisierung sein, sollten wir zumindest mal in dieser kleinen Gruppe von vier sagen, ja, da sind wir uns einig, das ist für uns Wissenstransfer. Und da haben wir einfach mal gesammelt Definitionen von Wissen oder von Wissenstransfer, die wir gut finden und waren da relativ schnell eigentlich auf dem gleichen Nenner, nämlich dass es stark in diese Richtung von Probst oder auch anderen geht, die ihr jetzt aus dem MOOC unter Umständen kennt, dass Wissen eine fließende Mischung aus Erfahrungen, Wertvorstellungen, individuellem Kontext, Fachkenntnissen und so weiter ist. Also, dass es überhaupt nichts mit Zahnrädern zu tun hat, ja, sondern dass das irgendetwas sehr Dynamisches, Fluides ist, wo sich viel überlagert, ineinander greift, ist schon wieder so ein bisschen dieses Bild der Zahnräder. Aber dass es eben diese fließende Mischung ist und nicht dieses mechanistische Bild, dass da oben irgendwelche Zahnräder am Laufen sind. Was ist dann Wissenstransfer? Und da haben wir auch gesagt, ja, Wissenstransfer ist eben nicht so dieses, ich hole Wissen wie so ein kleines Paketchen aus einem Kopf raus und pflanze es in den anderen Kopf rein, sondern dass Wissen de facto erst im Kopf entsteht. Also dass das, was wir transferieren, im engeren Sinne gar nicht das Wissen ist, sondern dass wir letztendlich Dateninformationen transferieren, die ein anderes Bewusstsein im subjektiven eigenen Kontext wiederum erst zu Wissen macht. Also eine nicht mechanistische, eher organische Sichtweise auf das Thema, die stark damit zu tun hat, dass da in einem Bewusstsein etwas passiert, aber etwas passiert, was jetzt eben nicht so einfach mechanistisch erklärbar ist, als wäre da oben eine Maschine, ein Räderwerk, das eins und eins mehr ergibt als zwei, auch in diesem eher organischen Prozess. Und dass eben natürlich auch diese Dynamik, diese Interaktion zwischen diesen beiden Akteuren unglaublich wichtig ist und vor allem auch, dass selbst bei einem gelungenen Transfer das, was jetzt, ich sag mal, in zwei Köpfen vorhanden ist, nicht identisch ist, sondern eine jeweils individuelle Konnotation hat, weil Wissen eben eine subjektive Konstruktion ist. Also das ist so die etwas schwierige Gemengelage, wo man sich schon fragen kann, wie soll man das denn grafisch ausdrücken? Und zwar so, dass jemand, der sich jetzt vielleicht nicht stundenlang mit dieser Theorie auseinandergesetzt hat, auch sagt, oh ja, Wissenstransfer. Ja, gut, dann übernehme ich von Gabriele. Dann haben wir unten uns nochmal angeschaut, Forschungsbeispiele, ich hatte den Herrn Andresen schon erwähnt, und zwar gibt es da ja auch viele Aspekte. Wenn wir etwas sichtbar machen, etwas benennen, etwas visualisieren, dass es unser Handeln prägt und vice versa, das hatte ich schon zum Eingang erwähnt. Es ist aber auch so, dass Metaphern, so kraftvoll sie auch sind, nicht Alleskönner sind oder Alleskönnerinnen, die Metapher, sorry. Und da ist auch noch ein Beispiel aus seiner Forschung, nämlich zum Beispiel, wir sehen Wissen als Ressource, wir sehen Wissen als Asset, wir sehen Wissen als Gegenstand. Da gibt es immer, immer etwas, was die gewählte Metapher, das Sinnbild für etwas, besonders gut kommuniziert. Und dann gibt es etwas, was sie verbirgt oder etwas, was sie nicht nutzt. Es gibt auch einen Forschungsartikel, der ist jetzt hier nicht dabei, der generell sich mit Metaphern auseinandersetzt und der auch schon in der Überschrift sagt, es gibt eine dunkle Seite der Metapher. Metaphrein, etwas von einem Ort zum anderen tragen, basierend auf dem, was wir schon wissen. Die Zahnräder, nein, hilft uns, etwas zu kommunizieren. Gleichzeitig verbirgt es aber auch etwas, ist auch sehr stark, zieht uns in eine Richtung. Können wir das noch kritisch
betrachten. Das ist so eine Herausforderung. Dann eine weitere, was nehmen wir denn dann, wenn die Zahnräder nicht funktionieren? Und da hat wieder selbiger Herr Andriesen, der in den Niederlanden lebt und Philosophie und Bildung sein Fach ist, eine Reise versucht, Wissen und den Umgang mit Wissen zu nehmen. Und wir haben auch die Thermodynamik hier. Da muss man natürlich in der Thermodynamik Bescheid wissen. Und wir haben auch nochmal Licht, und zwar gesteuertes Licht. Was ich jetzt gern machen möchte, ist, all diese Artikel sind in Englisch. Ich gebe aber trotzdem mal den freien Zugang zu den Artikeln in den Chat. So, und damit kommen wir jetzt zu dem, was die Gabriele gesagt hat. Und was nun? Vielleicht, Gabriele, ist es okay, wenn ich gleich hierher komme? Ja, genau, perfekt. Okay. Also was tun Dozierende, wenn sie selber nicht weiter wissen? Sie stellen eine Arbeitsaufgabe an die Studierenden. Und ich hatte das Glück, dass als wir hier diese Diskussion angefangen hatten, das letzte Sommersemester auch startete, und ich in dem Masterstudiengang, wo ich Wissensmanagement lehre, brauche ich immer eine sogenannte Vorprüfungsleistung. Ja, also die Studierenden müssen so eine kleinere Arbeit machen, ungefähr zur Hälfte des Moduls. Also ich habe da zwei Angebote gemacht. Ein Angebot war, überleg doch mal, wie könnte ein Icon für Wissenstransfer aussehen, was ohne aufgesägte Köpfe und ohne Zahnräder auskommt. Und ich war sehr überrascht, muss ich gestehen. Ich hatte gar nicht erwartet, dass sich viele für diese Aufgabe entscheiden, weil die ist ja schon knifflig. Aber es waren ausgesprochen viele, und das sind jetzt tatsächlich nur die Icons, die ich wirklich auch interessant fand. Ja, also es gab noch ein paar mehr. Das ist jetzt schon so eine kleine Auswahl, und man sieht schon ein bisschen, was natürlich auch mit der Vorlesung und den Inhalten der Vorlesung bisher zu tun hat, ja. Es ist so ein bisschen dieses organische Verständnis mit reingeflossen hier mit dieser Gießkanne, und dann wächst da offensichtlich was. Oder hier gibt's auch diesen Topf mit dem Baum, der wächst, der dann von einer Weltkugel, nicht? Also in der Umwelt tatsächlich ist. Es gab so ein bisschen dieses Bild, ja, ich sag mal so, der Dunstabzugshaube, ja, das ist jetzt grafisch vielleicht ein bisschen ulkig. Also das ist quasi die erste Entwicklungsstufe, ist noch dieses relativ figürliche, und dann hat die Studentin das noch mal stärker abstrahiert. Ja, also so dieser Gedanke, es sind auch mehrere Menschen, die beitragen, die zu etwas Gemeinsamem beitragen. Unten bei der Glühbirne so der Gedanke, jeder bringt so seine individuelle Sicht auch mit, und es ist jetzt kein Transfer, so dieses klassische Bild vom Experten oder der Expertin auf die WissensnehmerIn, sondern es ist eher so ein kollektiver Lernprozess, aus dem heraus etwas Neues entsteht. Also wir haben uns in der Vorlesung natürlich mit Nonaka und Takeuchi und der Wissensspirale, dem Seki-Modell, beschäftigt. Das sieht man diesen Icons auch ein bisschen an. Auch unten jetzt, ne, dieses Neuronenbild. Gut, da hat jetzt einer doch nochmal die Zahnräder mit reingebracht. Aber es ist ganz schön, so ein bisschen dieser Versuch zu zeigen, dass ich halt nur einen Teil meines Wissens tatsächlich weitergebe. Ja. Auch hier nochmal so dieses Neuronenbild, was so eine Dynamik reinbringt, was auch dieses, ne, es sind nicht Zahnräder, es sind Neuronen. Ne, und dann eben auch dieses, es kommen ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Und wenn du nochmal nach oben gehst, Annette, da ist nochmal ein schönes Beispiel hier, dieses Farbige, ne, wo eben auch so dieser Gedanke ist, es ist jetzt nicht Transfer von A nach B, sondern es ist ein gemeinsames Agieren, aus dem heraus etwas Neues entstehen kann. Und über die unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Formen wird quasi angedeutet, dass eben da eine Diversität da ist, die aber in der Mitte verschmilzt eben zu einem gemeinsamen Wissen, zu einem gemeinsamen Verständnis. Also das waren so erste Ergebnisse auch hier mit dieser Überlappung. Ja, da sind zwei Gedankenwelten, und die haben halt eine gewisse Schnittmenge. Ja, also die überlappen sich eben nicht komplett, sondern die haben eine gewisse Schnittmenge. Also ich muss gestehen, ich war sehr begeistert. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass da so gute Ergebnisse entstehen. Und das war jetzt mal so eine kleine Inspiration, mit der wir dann in der Fachgruppe auch weitergearbeitet haben. Damit übergebe ich an Mareike.
wir haben uns unabhängig voneinander Gedanken gemacht und überlegt, wie können wir unterschiedliche Aspekte visualisieren. Wir haben den Wissensaufbau, wir haben den Wissenstransfer, wir haben unterschiedliche Bereiche von Wissenstransfer einfach beleuchtet. Und wir haben da schon gemerkt, dass wir auch, wir unter uns, obgleich wir wirklich auf einer Wellenlänge eigentlich liegen, auch ganz unterschiedliche Ideen hatten und unterschiedliche Akzentuierungen. Und was wir jetzt als Schnittmenge bei uns hatten, ist eben diese Schnittmenge von Wissen, ne? Dass es nichts Endliches gibt. Wissen ist was Subjektives, ich weiß etwas und die Annette weiß was und die Gabriele weiß was. Und was uns aber eint und was uns voranbringt, ist eben eine Schnittmenge unseres Wissens. Aber wie visualisieren wir das jetzt? Und was uns dabei dann auch noch, ja, was ein großes Hindernis war, waren die verschiedenen Kriterien mit zu berücksichtigen. Die Größe ist wichtig. Bei einem Icon kann ich nicht zu sehr ins Detail gehen. So wunderschön und wunderbar ich dieses bunte Icon fand, wo alles zu einer Farbe dann verschmilzt. Du kannst da bleiben, wo du bist. Ja, okay. Dieses Icon, wo alles in der Mitte zusammenfließt, das ist natürlich wunderschön und eigentlich sehr, 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 sehr treffend. Kann ich das aber in einem kleinen Icon darstellen? Wenn ich dann nur schwarz-weiße Möglichkeiten habe als Icon, dann kann das nicht mehr das aussagen, was es mal aussagt. Auch zum Beispiel eine Internationalisierung. Wir haben hier, was wir als W für Wissen hatten, kann man schon wieder nicht ins Englische übersetzen, weil da ist dann das K für Knowledge relevant. Das heißt, dann müssen wir für jedes Land oder für jede Sprache eigentlich ein eigenes Icon entwickeln. Das heißt, man muss eigentlich was finden, was weg von Sprache, weg von Farbe und was halt eben klein darstellbar ist. Und das ist eigentlich so die größte Schwierigkeit, die wir dann bei unserem Basteln hatten. Man sieht aber hier unten dann auch ganz deutlich, ne, diese Schnittmengen, die wir eigentlich hatten, Wissen dann durch Schraffierungen, durch unterschiedliche Schwarz-Weiß-Töne, Grautöne darzustellen, hatten wir dann versucht. Auch Wissen als Übergabe, ist Wissen denn überhaupt darstellbar? Ich glaub, das ist so die wichtigste Kernaussage, die wir jetzt mitgenommen haben aus den ganzen Monaten, in denen wir uns unterhalten haben. Wissen ist gar nicht wirklich in irgendeiner Form darstellbar, denn es ist kein Schlüssel, den ich übergebe. Es ist nicht Wissen, was von einem Kopf in den anderen fließt und dann im ersten Kopf nicht mehr vorhanden ist. Das ist eine Schwierigkeit, der wir uns gestellt haben. Wir hatten dann verschiedene Lösungen uns zusammengebastelt. Wir hatten hier jetzt noch die Trichteridee, dass eben dieses Massen an Wissen, was eben in jedem Einzelnen steckt, eigentlich durch so einen Filter, so einen gemeinsamen Filter kommen muss und dass das Ergebnis dann oder das, was unten rauskommt, das Ergebnis ist oder das, was uns dann gemeinsam eint und weiterbringt. Ein wichtiger Aspekt, ich glaube hauptsächlich auch von Annette, war, dass man diesen menschlichen Aspekt mit reinbringt, dass Wissen immer auch was mit Menschen zu tun hat und eben nicht nur mit Symbolen und Maschinen und dass so eine Wissensweitergabe eben auch immer was mit einer Person zu tun hat. Auch ist es wichtig, dieses Glühbirnsymbol, das ist uns ja auch mit anerlernt von Comics, ne? Uns geht ein Licht auf. In den Comics, wenn dann über der Person da so ein kleine Glühbirne erscheint, dann wissen wir, okay, der hat jetzt eine Idee, ihm kam die Erleuchtung. Das ist auch ja ein schönes Bild, schöne Grafik an sich. Kann man die nicht irgendwie verwenden, dass das Licht weitergegeben wird, dass diese Glühbirne als Symbol für Erleuchtung, als Schnittmenge dann dienen kann? Wir hatten den Wissensaufbau, was wir hier sehen. Ich weiß nicht, die Maus ist wahrscheinlich von mir auch nicht sichtbar, oder? Nee, sagen wir. Nee, einfach dann diese Bausteine wieder, die wir aufeinandersetzen für Wissensaufbau. Das symbolisiert ja auch dieses, wir bauen etwas zusammen, wir fügen Wissen von den jeweiligen Personen mit ein und bauen daraus was Neues. Wirkt aber auch ein bisschen endlich. Fließend, dynamisch, organisch, das waren eigentlich alles so unsere Ansprüche, die wir dann zusammengefasst haben, auf die wir uns dann mehr oder weniger geeinigt hatten, die dann eigentlich tatsächlich Kompromisse auch waren, weil eben nicht jedes Symbol das aussagen konnte. Das hatten wir tatsächlich nicht geschafft, was wir uns vorgestellt hatten. Ich glaube, also ich kann von meiner Seite aus sagen, ich hatte mich damals mit Annette und dann Gabriele und Tanja zusammengetan. Ich habe gedacht, prima, das machen wir. Ne? Da setzen wir uns hin und dann überlegen wir uns was und dann haben wir am Ende was ganz Tolles. Und dann sitzt du unterwegs da und denkst dir, ach, oh, so kompliziert oder so komplex hatte ich mir das tatsächlich nicht vorgestellt. Aber
das zeigt ja auch, was Wissen eigentlich ist. Das ist eben was unglaublich Komplexes und was schwierig darstellbar ist. Und ja, vielleicht ist das das auch, was wir mitnehmen, dass es eben nicht einfach durch ein Symbol darstellbar ist. Gucken wir uns die noch an, auf die wir uns geeinigt hatten. Also es sind jetzt hier diese vier Kästchen von den vier Personen. Jeder hat sich dann tatsächlich seine paar Symbole oder seine Icons sich dann ausgesucht für die verschiedenen Bereiche. Und das war dann unsere Diskussionsgrundlage. Und ihr seht die Kriterien, jetzt Wissen, Austausch, Dynamik. Das haben wir dann als die wichtigen Punkte mit rausgearbeitet, menschlich zugewandt, symbolisiert es auch Vielfalt, ne? Wie kann man Vielfalt noch darstellen, Schwarz-Weiß-Farbe, groß und klein, das, was ich gerade auch schon erwähnt hatte. Was ist ein gleichberechtigter Austausch, wie stellt man Transfer dar, ist Transfer ein Schlüssel? Und wir hatten uns gerade bei dem gleichberechtigten Austausch, war dann für uns diese Schnittstellensymbolik dann am wichtigsten und darauf lief es auch dann nachher hinaus bei dem Symbol, für das wir uns entschieden haben. Beim Wissensaufbau hatten wir uns tatsächlich nachher für ein Symbol entschieden, was hier gar nicht mit drauf ist. Das ist eine Art Puzzle. Hast du es da unten noch mit drin? Wir haben dann das alles in eine Umfrage gepackt, um einfach nochmal so ein Feedback auch von außen zu holen. Ne? Immer wird ja so ein bisschen betriebsblind, ist man dann in so einem gewissen, in so einem Tunnel drin. Und es ist interessant, dass die Rückmeldungen, wenn ich dem schon ein bisschen vorgreifen darf, nicht ganz in unsere Richtung gehen, was wir uns jetzt erarbeitet haben. Das ist wirklich interessant, aber auch wieder eine Erkenntnis, was die Gabriele vorher sagte, es ist was Subjektives. Wissen ist was Subjektives und jeder verbindet damit was anderes. Ein Kommentar hat Annette gesagt auch, man muss den Kontext angucken. In welchem Kontext wird dieses Icon verwendet? Und dann kann man vielleicht hingehen und sich was aufbauen, abseits dieser Zahnräder, aber dann eben kontextbezogen und nicht einfach universell. Gut. Und dann haben wir noch weitergearbeitet. Das heißt, wir haben für das Dossier der GFM etwas vorbereitet für heute und auch für das Knowledge Camp. Das heißt, der Survey läuft jetzt und wir bitten Sie, euch herzlich da teilzunehmen. Und wir wissen, dass die Rückmeldungen divers sind, was ja auch eine Erkenntnis ist. Und wir werden das Beste aus dieser Erkenntnis machen fürs Knowledge Camp. Auch wenn es vielleicht dann wieder heißt, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Also das ist jetzt so ein bisschen der aktuelle Stand. Na, ihr seht, es gibt in dem Sinne kein Ergebnis. Ja? Es gibt mal ein paar Favoriten, die wir haben, die jetzt beim Survey momentan noch nicht so gut angekommen sind, muss man ehrlich sagen. Aber es ist natürlich genau auch der Punkt, was Mareike gesagt hat. Ne? Man ist dann selber so in der Diskussion drin. Manchmal hatte ich auch den Eindruck, sind wir jetzt zu verkopft? Ja, also versuchen wir in so ein kleines Bild zu viel reinzupacken, was das alles aussagen soll an ja nicht einfachen Aussagen, wie Wissen ist eine subjektive Konstruktion basierend auf Daten und Informationen, zack, das will ich jetzt mal mit drei grafischen Formen irgendwie darstellen, ja. Also von daher, das ist alles Work in Progress. Und was uns jetzt natürlich interessiert ist, A, habt ihr überhaupt auch dieses Unbehagen mit diesen Zahnrädern und aufgeklappten Köpfen? Oder sagt er, ich weiß gar nicht, wieso die da überhaupt einen Schmerz haben? Für mich ist das eine völlig natürliche Assoziation zu Wissenstransfer. Wie definiert ihr Wissenstransfer? Habt ihr eine gute Idee? Seid ihr selber vielleicht schon mal über ein Bild gestolpert, wo er sagt, Mensch Leute, das ist es doch, ja? Und sind das auch die richtigen Szenarien? Also wir sind ja jetzt relativ schnell drauf gekommen, dass es gar nicht so vielleicht dieses eine Icon Wissenstransfer gibt, sondern es gibt ja Wissenstransfer eben im Sinne von, dass wirklich ein Experte, eine Expertin etwas an jemand anderes transferiert. Also dieser Klassiker hier, Expert Debriefing und so. Es gibt den Austausch zwischen zwei Personen, es gibt den Austausch zwischen mehreren Personen. Es gibt im Prinzip noch das Thema, dass irgendwo die IT bei dem Ganzen mit eine Rolle spielt. Deshalb fragen wir in dieser Befragung eben auch mehrere Icons ab, weil wir festgestellt haben, es gibt nicht das Icon Wissenstransfer, sondern je nachdem, welche Art des Transfer ich meine, ist es wahrscheinlich auch ein anderes Icon. Sind jetzt schwierige Fragen, ich gebe es zu, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine erste Rückmeldung, ein Feedback an uns.
Und gern auch Fragen an uns. Also, das ist erlaubt, das ist erlaubt. Sind das auch die richtigen Dinge, wo wir sagen, da muss, das ist organisch, das ist menschlich zugewandt, das ist ein Wissensfluss, also etwas Dynamisches. Die Rahmenbedingungen spielen für den Transfer eine wichtige Rolle. Man muss ihn wollen, ja. Es ist dieses Element der Vielfalt. Jeder hat eben sein Wissen. Ja, es ist nicht ein voller Kopf und ein leerer Kopf und der leere Kopf wird irgendwie befüllt. Also sind das die richtigen Dinge, um die es geht? Oder fehlt euch da was oder steht da was drin, mit dem ihr vielleicht gar nichts anfangen könnt? Vielleicht fange ich mal an, weil ich das Thema ja von euch noch nicht kannte. Also ich habe die ganzen Ideen und Überlegungen zwischenzeitlich, fand ich gut. Ich habe aber auch bei den ganzen Logos jetzt keins gesehen, wo ich sagen würde, wow, das ist es jetzt. Ich habe jetzt nebenher noch ein bisschen gespielt mit diesem sehenden Auge, was wir aus Herr der Ringe kennen. Oder der eine übergibt ein Rad und der eine bei dem anderen geht ein Licht auf, weil ja nicht dasselbe bei der Person ankommt. Das heißt, jemand erklärt was oder gibt das Wissen weiter und der andere denkt, er hat es verstanden. Also der eine erklärt es Rat und der andere denkt, er hat verstanden, wie das jetzt gemacht wird oder irgend sowas. Aber das ist auch alles zu kompliziert geworden, irgendwie so richtig treffend. Ja, das ist auch etwas, ratlos, was wir festgestellt haben. Also ich weiß noch, mein erster Versuch, da habe ich so Text mit dazu geschrieben und dann habe ich festgestellt, wenn ich den Text jetzt wegnehme, versteht das Icon kein Mensch mehr. Ja, genau das war das hier. Ne? Das ist genau dieses, man gibt nicht Wissen weiter, sondern eine einzelne Information, die wird aber auf der anderen Seite an einer ganz anderen Stelle eingebaut und erzeugt deshalb ein etwas anderes Wissen. Ja, das bildet schon das ab, was mein Verständnis ist. Aber das funktioniert überhaupt nicht als Icon. Das kannst du nur mit diesem Text drumherum verstehen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja. Ich wollte auch mal was dazu sagen. Und zwar ist es ja so, wenn ich ein Icon sehe, egal welcher Nationalität ich angehörige, dann verstehe ich das. Das heißt also, die einfachen Icons begegnen uns ja letztendlich zum Beispiel auf dem Flughafen. Das sind ja ganz viele Leute. Und dann muss ich das, ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich auf die Toilette muss, dann glaube ich, kann man das letztendlich am Icon erkennen, wohin ich gehen muss. Und so müsste auch meiner Meinung nach so ein Icon aufgebaut sein. Wenn ich da jetzt einen Schlüssel übergebe, dann weiß ich jetzt nicht, ob das, ich sage zwar auch immer, ich bin Dozent bei der IHK, ich sage zwar auch immer, ich sehe das als Schlüssel an, aber ob es das wirklich dann ist, wenn ich da so einen Schlüssel in der Hand habe, dann, das glaube ich, kann man auch viel interpretieren. Und deswegen denke ich nicht, dass unbedingt ein Schlüssel rein muss. Die Lampe finde ich schon eher gut, gerade das, was jetzt da mit diesen Schnittmengen passiert. Ja, man gibt einen Teil seines Wissens an einen anderen weiter und der kann aber auch nur das aufnehmen, was er kognitiv verarbeiten kann und verarbeitet hat. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber trotzdem finde ich hier gelungene Aspekte mit dabei. Der Nürnberger Trichter zum Beispiel finde ich jetzt nicht ganz, also ich denke an den Nürnberger Trichter, finde ich jetzt aber nicht ganz so gut, weil das Trichterwissen, das hat man früher vielleicht so gedacht und den gibt es ja nicht. Darf ich das nochmal, also vielen Dank, darf ich da dann mal Bezug nehmen und das herunterbrechen? Also dass unsere Suche nach dem Toilettensymbol, wenn sich niemand jetzt ausgedacht hat, was super Neues zu entwickeln, endet ja gut. Das ist sozusagen, wir wollen eigentlich, was wollen wir wissen, Frau oder Mann? Vielleicht auch noch Menschen mit Beeinträchtigung und Kinder, die man wickeln kann. Das sind mal so die vier Standards. Natürlich gibt es jetzt auch genderneutrale Toiletten. Aber sagen wir mal so, es ist Gender und da, wo ich hingehöre. Bei Wissenstransfer, es passiert vermutlich viel mehr. Wie? Also vielleicht, mir ist jetzt der Gedanke gekommen, dass mit den Männlein, ja, was du gezeigt hast, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man es reduziert, dass man die Punkte aus dem Kopf wegnimmt und tatsächlich bloß eine grüne Glühbirne in die Mitte macht. Hier das Ass, was Gabrieles Bastelecke. Ja, und das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt hier praktisch die Männlein komplett schwarz lässt und in der Mitte bloß eine grüne Glühbirne. Grün, weil? Weil, verstanden, okay, grün ist die grüne okay, Ampel. Ja. Gut.
warum die Punkte weglassen. Ich sage jetzt mal... Weil es viele Details sind bei groß oder klein. Deswegen, ich würde die Gehirne nicht andeuten. Ja, aber kann man das dann fehlinterpretieren, dass man sagt, ich gebe da irgendwas weiter, eine Glühbirne? Aber da sind wir ja wieder bei der Problematik. Eine grüne Glühbirne. Ja, ich denke ja auch nur mit. Ja, Laut denken ist wichtig. Laut denken ist gut. Genau. Think loud out ist ja auch eine Methode im Wissensbereich. Ja, macht ja das Ganze spannend, sage ich jetzt mal. Absolut. Ich glaube, in dem Moment ist es tatsächlich die Komplexität, die man eben versucht, da reinzubringen, die so schwierig abzubilden ist. Ich glaube, wenn man hier an der Stelle die Neuronen rausnimmt, dann könnte es auch wieder schon reines Ideenmanagement sein an der Stelle vielleicht oder so verstanden werden von außen. Also ich glaube, die Punkte, die Sie da rausgearbeitet haben, die sind schon genau die, die man irgendwie auch berücksichtigen muss oder sollte. Und ich finde tatsächlich auch das bunte Icon, was wir eben gesehen haben, mal zwischendurch in der obersten Reihe mittig. Ja, also das ist toll, das ist super, ja. Ist das tatsächlich am ausdrucksstärksten und ich glaube, für Außenstehende vielleicht auch noch am einfachsten zu erkennen. Gesundheit. Jetzt sind es drei, die sozusagen eine Rolle spielen könnten. Sie meinten das hier. Genau, das meinte ich, ja. Wir haben auch im Chat noch, Entschuldigung, von Hans Karl, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht das Mikro nicht oder so, dass wir das nicht sehen. Meine erste Idee, drei Personen, die sich gegenseitig füttern mit quasi Wissensnahrung, die assimiliert werden muss, verdaut, was man nicht brauchen kann, wird ausgeschieden. Das mit dem Ausscheiden wird vielleicht von der Visualisierung her nochmal ein bisschen schwierig, aber ja, ne, dieses Verarbeiten, Verdauen. Ja, man sagt es ja auch oft, oh, das muss ich erstmal verdauen, wenn man viele Informationen und so bekommt. Also das hat allen von uns echt wirklich super gefallen, dieses bunte mit den verschiedenen Symbolen, die zu einem fließen. Sind das Stühle oder sind das Personen, die man da von Teilen am Rand sieht, sage ich jetzt mal, was Positionen? Ja, man hat ja diesen Kreis, den äußeren Kreis. Und dann hat man ja, ich sag mal, von der 12-Uhr-Position aus gesehen, diesen, ja genau hier, was soll das darstellen? Da müsste ich jetzt den Studenten fragen, von dem das ist, den Joshua. Ich vermute mal, es ist wirklich einfach die Abstrahierung des Senders quasi, ja, also im Zweifelsfalle ein Mensch. Aber ja, ne, wir haben ja gesagt, uns ist so wichtig, dass es beim Wissenstransfer um den Menschen geht. Der kommt hier jetzt tatsächlich nicht Stimmt, vor. Ja. Ja, oder man müsste das halt nochmal, viele Ideen führen ja nach Rom, Kreativitätstechniken. Man müsste vielleicht sagen, dieser Stuhl, den ich jetzt da vielleicht mal so gesehen habe, durch einen Menschen ersetzen von oben oder so. Dann ist man ja schon ziemlich, ja, ich weiß, Kunst funktioniert anders, aber... Ja, das Ergebnis zählt. Die Reise dahin ist sekundäres Ergebnis. Künstler, Achtung. Ja, nein, aber das finde ich schon gut, ja. Also ich habe auf den ersten Blick da tatsächlich auch Menschen gesehen. Vielleicht war das direkt meine Interpretation dessen, weil ich sie sehen wollte. Aber ich sehe schon Personen mit Köpfen. Ah, okay, aha. Mhm. Ah, jetzt. Ah, finde ich, ja gut. Ja, doch. Man müsste vielleicht die Kreise ein bisschen größer machen, ne? Dann wird es vielleicht... Genau. Die Schultern. Wie schön, gell? Genau. Die liegen, wenn man so möchte. Man sieht quasi nur den oberen Ausschnitt. Ja, du hast recht. Das kann natürlich sein, dass es genau so gemeint ist. Das haben wir alle also nicht das gesehen, das gell? Das hatte ich so gedacht, dass es so Ach als so, Menschen ja. gedacht war. Das ist aber... Überhaupt, also mit jeweils mit den verschiedenen Köpfen und Ideen. Das habe ich überhaupt hier, das nicht gesehen. Ja. Wie schön. Aber wahrscheinlich hast du so gedacht, tatsächlich. Ja. So hatte ich Johannes auch verstanden, dass das die Menschen von oben sind. Die Frage ist, ob das zu detailliert ist schon wieder. Ist es. Für ein Icon, ja. Aber trotzdem tolles Icon. Und es ist halt eines dieser Szenarien. Ne? Also ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass so Wissenstransfer-Icons am häufigsten in diesem Kontext klassischer Transfer, ne, von A nach B, von Wissendem zu weniger Wissendem benutzt wird. Ne? Das hier ist ja eher so dieses Thema Interaktion in der Gruppe, aus der heraus dann etwas Neues entsteht. Ne? Also es ist ein bestimmtes Wissenstransfer-Icon, aber es wäre jetzt eben nicht
nicht tauglich für dieses klassische, ne? Ja, Wissensstaffette, Expert Debriefing, wo ja ganz stark dann auch eben mit diesen Icons gearbeitet wird. Ne? Also dann doch eben diese Fließrichtung so ein bisschen von A nach B. Ne? Aber ja, es ist halt auch ästhetisch ansprechend. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht unterschätzen darf, ne? Dass das am Ende eben auch einfach so ja, ein ästhetisches Moment braucht, so ein Icon. Ne? Vielleicht kann man sich auch nochmal von der Seite des Zieles nähern. Also ein bisschen, wie der Johannes gesagt hat, Kreativität. Da überlegt man sich ja zuerst, für wen macht man das? Wir haben das für eine riesige, heterogene Menge an Menschen gedacht. Wir haben es gedacht, dass es Mareike war, es wichtig in der Software. Mir war es wichtig in Forschungspublikationen zu dem Thema. So hatten wir auch unterschiedliche, also heterogene Zielgruppe, unterschiedliche Einsatzszenarien, Aufgaben. Dann kommen noch unterschiedliche Medien hinzu. Auch da stellt sich die Frage, was ist unter all denen die Schnittmenge? Also das, da wollte ich nochmal aufgreifen, was die Gabriele eben jetzt gesagt hat. Was verstehen wir oder unter Wissenstransfer oder wo nutzen wir das? Mir ist jetzt noch gerade eine Idee gekommen dazu, weil ich finde den Ansatz von dem Icon prinzipiell ganz gut. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass das Symbol so an das Atommodell erinnert, wenn das mit tatsächlich 6 Partnern ist. Wenn man sich das Ganze jetzt zu 4 vorstellt, also 2 in der Waagerechten nur, also man lässt 2 weg, hat also den Blickwinkel von oben nach unten und von links nach rechts. Und bei dem von links nach rechts würde man das etwas dicker, die Linie zeichnen. Dann hat man den Wissenstransfer von 2 Personen deutlich drin. Es sieht noch mal ein bisschen einfacher aus. Eine Idee in die Richtung, man könnte auch dieses Atommodell durch Pfeile ersetzen, die in alle Richtungen gehen, von jedem zu jedem anderen. Oder zumindest in die Mitte hin und dort eine Glühbirne, um den Transfer zu verdeutlichen, aber eben von diesem Atommodell wegzukommen. Ja, wenn man es mit 4 hat, ist man vom Atommodell weg. Das war die Überlegung. Wenn man jetzt das so lässt, nimmt aber 2 raus von den Personen, dann ist es nicht mehr so atommodellmäßig. Es ist ein bisschen weniger an Symbolen. Genau, es fallen ja auch, es fällt eine Verbindung, eine Doppelschleife weg. Ja, genau, eine komplette Doppelschleife fällt weg. Ich habe nochmal eine Frage. Ich habe jetzt nicht geschaut, wer eben was gesagt hatte mit den Pfeilen. Da war ich jetzt gerade konzentriert drauf, da was reinzutun. Die Idee war, Fragezeichen mit dem hier statt. Johannes hatte die Idee, ne? Ach ja, Johannes. Die Ellipsen durch Pfeile eher ersetzt. Also Doppelpfeile, Johannes. Ja, Doppelpfeile, genau. Okay. Ich habe mir nebenbei auch überlegt, was würde ich aus 20 oder 50 Symbolen mit dem Wissensmanagement verbinden? Was müsste für mich eigentlich da drin sein, um das erkennen zu können? Wissenstransfer. Ja, das wäre in dem Fall aber immer in irgendeiner Form mindestens 2 Personen und die Glühbirne. Also das würde ich wahrscheinlich irgendwie immer damit verbinden können und wollen. Das wäre für mich recht eindeutig. Auf der anderen Seite verbindet sich ja auch das Symbol mit der Assoziation, oder vielmehr das Wort. Und das Symbol verbindet sich ja dann je nachdem, in welchem Einsatzbereich ich das Ganze habe. Also auf jeder Webseite könnte man wahrscheinlich Ähnliches verwenden. Und wenn man sagt, das ist Wissensmanagement oder Wissenstransfer, muss das Symbol ja nur einheitlich verwendet werden. Deswegen wahrscheinlich sogar, dass mit den Zahnrädern gut funktionieren würde, auch wenn ich den Schmerz gut verstehen kann. Auf der anderen Seite wird auch weiterhin das Diskettensymbol zum Speichern verwendet. Und das wenn wir von, also wenn wir von links nach rechts, ist das über einen Pfeil symbolisiert und von oben nach unten die Schleife lässt, also andere, die dieses Wissen auch mit hingeht, das könnte vielleicht auch interessant aussehen und auch den Wissenstransfer, auch den 1:1 mit symbolisieren, obwohl andere das dort auch mitsehen. Dass man also sagt, man hat diese Ellipse von links nach rechts lässt man weg, dort macht man es über einen Pfeil und von oben nach unten lässt man diese Ellipse drin. Und hat bloß diese 4. Dann hat man diesen Gruppengedanke, das Licht aufgehen, aber auch den zielgerichteten Transfer drin. Ja, aber ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele. Ja, ist egal, gut, ja. Reinpacken. Zu detailliert, ja, stimmt. Man sagt ja so bei Visualisierungen nicht, genau, nicht mehr als 4 oder 5
bedeutungstragende Einheiten. Jetzt ist die Farbe schon bedeutungstragend. Diese Formen außen sind bedeutungstragend, die stellen Menschen dar. Dann die Formen im Kopf sind bedeutungstragend, weil sie sollen die Vielfalt andeuten. Dann hätten wir den Pfeil. Wenn wir jetzt noch anfangen mit der Dicke des Pfeiles und das eine ist ein Pfeil und das andere eine Ellipse. Ich glaube, dann sind wir echt so, wo dann es schwierig ist, ohne Erklärung zu sagen, warum ja, ist das eine jetzt ein Pfeil und das andere nur ja, eine stimmt. Wie du sagst, ja, sagt man, ja, natürlich, ne? Aber wenn man sich vorstellt, jemand sieht halt nur das Bild, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, hatte ich mir vorhin überlegt, vielleicht so eine Falle, in die wir getappt sind, dass wir versucht haben, zu viele dieser Elemente halt reinzubringen. Ne? Vielleicht muss man sagen, das Wichtigste für uns ist das Menschliche oder das Dynamische und darauf konzentrieren wir uns. Ja. Und dann ist auch noch so ein Gedanke, der mir kam, als ich jetzt gestern und heute erlebt habe, wie das Feedback war, sei es in Twitter oder sei es im Fragebogen. Da war ein Gedanke, den die Mareike schon erwähnt hattest und du hattest dich da auch nochmal drauf bezogen, Gabriele. Mir hatte ein Visual Facilitator gesagt, naja, ihr seid ja auch ganz schön mutig, wenn ich was nebenbei skizziere, ihr wisst, dass so Sketchnotes, die jemand in der Konferenz mitmacht, dann ist das eine konkrete Situation. Ich mache das für die absolute konkrete Situation. Wie wir alle wissen, Kontext matters. Hier denken wir, da schließe ich nochmal zu dem an, was ich vorhin gesagt habe, an all mögliche Situationen und wollen allen möglichen Situationen gerecht werden. Das ist fast so wie das Perpetuum mobile des Wissenstransfer-Icons. Also meine erste Schlussfolgerung aus gestern und heute nach so viel Arbeit und dann das Feedback war so, okay, die Erkenntnisse aufzulisten ist schon auch mal keine schlechte Sache und ich glaube, jede von uns Vieren nimmt schon ihren individuellen Baukasten mit und das kann man auch weitergeben und auch die Diskussion von heute kann man als Playbook für die Eigenausdeutung und Schaffung von Icons verwenden. Also Kontext, um es in einem Satz zusammenfassen, Kontext entscheidet und wenn man dafür gut vorbereitet ist, kann man was bewegen hin zu besseren Icons, ist meine Überzeugung, ad heute. Das ist jetzt fast schon sowas wie ein Schlusswort. Hab ich auch gerade gedacht. Ja. Ist auch ganz gut, weil unsere Stunde ist fast um. Ich will es jetzt trotzdem nicht abwürgen, weil ich finde die Diskussion super spannend. Also wer immer was auf dem Herzen hat, bitte, ja, werft es ein, ja, füttert uns da noch ein bisschen, Hans-Karl. Aber auch die Bitte, nehmt an dieser Umfrage teil, also nutzt auch das vielleicht nochmal als Kanal, euer Feedback zu geben. Und wer gern nochmal diesen Austausch hätte, wir haben beim GKC, beim Knowledge Camp der GFWM eine Session. Also wer da vielleicht von euch dabei ist, kann ja gerne dann nochmal auch in die Session kommen. Aber wie gesagt, ich will jetzt keinen abwürgen, der gerade hier irgendwie nochmal was einwerfen wollte oder vielleicht auch das Ei des Kolumbus gefunden hat und sagt, gebt mir mal die Bildschirmrechte, ich habe geschwind was skizziert, das ist es. Und was noch wichtig ist in dem Zusammenhang mit der Umfrage, es gibt da zwei hilfreiche Features. Ihr müsst nicht jede Frage beantworten, ihr könnt auch sagen, kann ich nicht. Und es gibt immer Freitextfelder, wo eure Ideen einfließen können. Also damit sollten wir hoffentlich für alle Feedbacks was vorbereitet haben. Und je mehr Feedbacks, je individueller, umso besser. Ja, gibt es noch etwas von eurer Seite? Also ich bedanke mich erstmal für alle, die sich Zeit genommen haben, heute bei dem Thema mal mit dabei zu sein. Mich hat das auch sehr interessiert, die Ergebnisse mal anzuhören. Und jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass wir kein Ergebnis haben. Dieses Eigen, was am Schluss so wie wir. Und deswegen fand ich die Diskussion ganz spannend. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich bedanke mich, dass ihr da wart und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gut, also bis zur nächsten Woche dann und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss, schönen Abend.